Heyo, leiste Widerstand gegen die Braunkohle hier im Land. Heyo, leiste Widerstand gegen. Jetzt sieht man die ganzen Lichter. Da vorne ist der Tagebau. Die ganzen Bagger und die ganzen Geräte. Gleich sind wir da. Dann ist Ende Gelände für die Bagger. So, jetzt sind wir auf der höchsten Stelle dieses Abraumkranes und hier ist alles ruhig. Wir haben vorher natürlich den Tagebau erkundet und festgestellt, dass hier in der Lausitz, anders als im Rheinland, oft am Wochenende die Abraumbagger stillstehen und ab morgen um 6, also es müsste so jetzt in anderthalb Stunden sein, sollen die ganzen Mitarbeiter kommen und die Kräne anwerfen. Aber wenn wir hier drauf sind, dann hört das nichts. Und wenn ihr gerade den Weg gesehen habt, das ist schon ein bisschen Klettern hier hoch und wir sind auch ganz schön weit oben. Das heißt, es wird nicht so einfach, uns hier zu räumen, bis wir selber gehen wollen. Hier sind wir insgesamt drei Gruppen an zwei verschiedenen Tagebauen. Einfach um nochmal zu zeigen, dass wir nicht so leicht zu lokalisieren sind und dass wir überall sind. Wir haben Banner mitgebracht, da steht drauf, hier wird das Klima verhandelt. Und genau, heute ist der 7. Dezember 2015 und während in Paris sich die Delegierten zum x-tausendstmal treffen und über das Klima verhandeln und es wahrscheinlich keine Ergebnisse geben wird, haben wir uns entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen, weil wir glauben, Klimawandel wird an ganz konkreten Orten produziert. Und die wahrscheinlich wichtigsten Orte im Moment sind die Kohletagebaue und deswegen sind wir hier. Kohle muss im Boden bleiben, sonst lässt sich das Klimaproblem in keiner Weise lösen. Eine weitere Forderung ist, dass es, um den Klimawandel aufzuhalten, es nicht ausreicht, kleine grüne Verbesserungen herzustellen, sondern dass es einen ganzen systemischen Wandel braucht. Das wollen wir hier symbolisch auch zeigen. Also es geht um System Change, not Climate Change. Ja, und damit werden wir auf jeden Fall weitermachen. Das ist jetzt der Startschuss einer weiteren Ende-Gelände-Kampagne. In der Lausitz wird es zu Pfingsten, Mai 2016, eine weitere sehr große Massenaktion geben. Fürs nächste Jahr wünsche ich mir, dass wir das schaffen, mit mehr als 1000 Menschen in die Lausitz zu gehen, hier ein, zwei, drei Tagebaue zu besetzen und im Idealfall den Betrieb komplett lahmzulegen, vielleicht auch nicht nur für einen Tag.